Vettel liegt 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Unseren Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein. Liegt 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Wir glauben, dass in 15 Minuten leichter Regen einsetzen wird. 15 Minuten. Die Lücke zum Auto hinter dir beträgt 6 Sekunden. 6 Sekunden. Dieser Mann hat viel neuere Reifen drauf als du. Wir müssen die Rundenzeiten im Auge behalten. Deine Reifen sind ziemlich abgefahren. Sei in Kurven vorsichtig, du hast kaum Traktion. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 10 Minuten voraus. Der Fahrer vor dir ist in Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Hinter dir hat jetzt die härteren Reifen drauf. Harte Reifen. Vettel liegt in Front. Zeiten bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Gut gemacht. Das war die schnellste Rennrunde. Das Wetterradar deutet auf leichten Regen in etwa 5 Minuten hin. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Geschwindigkeiten sind deutlich schlechter als deine. Du baust deinen Vorsprung um etwa 3 Sekunden pro Runde aus. Zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Kühlt jetzt etwas ab. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Deine Hinterreifen sind etwas zu kalt. Wärmen Sie etwas auf, wenn es geht. Brillant! Du hast das Double, Pole Position und Rennsieg.